Jo, herzlich willkommen für eine Eich-Lektion Java für unserem TG. Das präsentieren der Carlos Gamboa und den Alex Ohlinger hier ist eine Eich-Lektion. Die Haut geht über die zwei Hauptbegriffe von der objektorientierten Programmation, und zwar die zwei wichtigsten Termen sind Klassen und Objekte. Voilà, da fängt man aber ein bisschen an. Fangen wir mal ein Beispiel an, ich meine, dass das einfach ist. Ja. Die meisten Leute kennen dann so etwas wie ein Auto. Ja. Ich meine, das kennt ihr für ihn. Objektorientierungsprogrammierung basiert dann auf mindernummer Objekten. Das ich ja, fängt man dann oben an, ich habe dann hier ein Auto. Schreibt den dann auf Englisch, ein Car. Ja. Echt sehr, ja, wie kann ich dann ein Auto überhaupt beschreiben? Ein Wort, was für Informationen habe ich über ein Auto? Ja. Boah, über Autoen denken die meisten Leute wahrscheinlich an Mark und an das Modell. Mark und Modell. Ja. Wir schreiben aus verschiedenen Gründen alles auf Englisch. Mark, jetzt nennen wir das Make. Make und das Modell. Modell. Okay. Ja. Ich denke, es gehen doch viele Leute, die denken, noch für dich, du fahr von ihrem Auto. Ich soll nicht zusammen denken. Ne? Wahrscheinlich. Okay. Ja. Der Color? Ja, und wir erkennen. Falsch geschrieben. Ja. Oh. Wann? Da muss ich noch richtig schreiben. Okay. Color. Ja, was denkt man noch? Ja. Wie in der Schäde mal. Das Auto von den einen. Voilà. Die selbe Strafhund. Das habe ich ausgesehen. Plak. Plak nochmal. Das definitiv immer an. Nicht, ja? Okay, Englisch. Ja? License Plate. Plate, was noch? Geschwindigkeit vom Auto. Ja, das heißt, das ist just, wenn die so Sachen, die nicht ändern beim Auto. Das war ein Auto, den macht sein Modell, sein Fahrt, die ändert im Prinzip nämlich oft. Ja. Aber seine Geschwindigkeit, effektiv, der Speed. Ja, gemeint hei. Ja, die Geschwindigkeit. Die Gradwert von der Fiat. Ja. Mhm. Das ist ein aktueller Speed und den ändert zum Beispiel. Das ist eine gute Information. Was tun wir noch für ein Auto? Aber das Wichtige ist, dass das, was in dem Kapo ist, ne? Und zwar... Definitiv. Ja, der Motto, den der Motto. Motto, was kennen wir für ein Motto? Was tun wir meistens für ein Motto? Wenn man einfach den Motto sieht, was tun wir? Brav, okay, sind Zylindrien und andere Sachen wie... Ganz genau. Ich könnte einfach einen dran Zylindrien, dann gebe ich dem Motto den Motto an. Aber ich kann auch... Lagen den Motto aus, ne? Voilà, das ist schon ein Engine. Ja. Und das tun ist auch ein Objekt aus sich. Ja. Die können wir getrennt machen. Die können wir getrennt abgebaut und mich so von dem Getrennten hier. Das ist der Mensch, den hier. Ein Gin. Das ist auch ein Objekt. Nein, so weit. Ja, okay. Was für Informationen wird den da? Ja, bei also den Diesel oder also den Benziner, ne? Zum Beispiel. Ja, dann das vielleicht Petrol. Auf Englisch Petrol. Ja. Wir spielen noch keine Rolle, das sind wir da zu charakterisieren. Okay. Eigenschaften vom Motto. Vielleicht. Viel. Wir wollen nicht ganz das Universum haben. Wie viele Schrauben nur. Das interessiert. Was sind aber die wirklich die maßgebenden Sachen, die bei einem Motto brauchen? Du hast schon viel noch nicht. Hubraum. Den Hubraum. Zylindre, ja. Zylindre auf Englisch. Ich meine hier einfach kurz CCM für Zentimeter Kube. Ein Kubik Zentimeter. Das ist Zylindre. Wir sind hier in Europa. Das weiß ich auf 1 cm Kube. Okay, und dann, ja, ein Motto hat etwas ganz wichtig, was du auch an allen Zähler aufweist. Wie ein Motto. Ja, ja, voilà, ein Tablet der Burg, das heißt, effektiv seine Drehungen pro Minute. Voilà. Rotations per Minute, RPM. Voilà. Okay. Ich könnte noch mehr der Sachen dahinter machen. Mhm. Das ist momentan um meine Informationen, die sein Auto respektiv dem Motto beschreiben. Das ist die Beschreibung. Nein. Aber das, was die Objektprogrammierung interessant macht, ist nur noch Aktionen mit den Objekten. Nicht nur eine Beschreibung, das sind informativ Sachen, aber auch, und das ist wichtig, Aktionen. Wir gehen nicht alle die Aktionen durch, die möglich sind. Mhm. Aber gucken wir da ein oder zwei. Ja. Ja, okay, was kann ich im Auto machen? Ich kann den Schlüssel drehen, respektiv den Auto starten. Voilà, das ist auch schon, wir können den Auto starten. Ich mache Klammer an und für zu sagen, dass das eine Aktion ist. Mhm. Ja, wenn du das Auto startest, kannst du noch stoppen.
Voilà. Das ist beim Start, aber beim Stopp, muss man sich ein bisschen vorstellen, was geschieht, wenn ich den Drehschlüssel mache? Was geschieht da? Ja, das hat eine Wirkung auf den Motor. Ja, das, da müssen wir gucken, wenn ich Start habe als Methode und ja, ich muss auch vielleicht eine Aktion haben am Auto. Ja, okay, denn Schlüsseldrehen bedeutet Start und der Motor, ne? Ja, das kann auch eine Methode starten. Ja. Tut zwar das selbst nun, das ist eine andere Methode. Okay. Motor starten, das ist nicht das selbe. Nee. Parallel auch ein Stopp. Mhm. Schlüssel umdrehen. Okay. Okay. Was tun wir nachher so ein bisschen als Methode für den. Ja, ich kann den Auto, ja, das Wichtigste ist, dass wir Auto führen als Gas. Ja, ja Gas, okay. Zu schaufeln und drücken. Accelerate. Le Rate. Ja, und dann kommt gerade von der Decelerate. Le Rate. Mhm. Ich kann doch schreiben, bremsen. Das ist auch eine Aktion. Ah, Decelerate, bremsen, ja, das ist so. Das ist selbst. Ja, da muss man gucken, ja, wenn ich. Ob der Gas drücken, ja, was geschieht, wird sehen, schon ob Gas drücken. Das ist wahrscheinlich eine Aktion auch beim Motor. Ja. Muss nicht. Ich muss nicht alle Aktionen vom Auto eine Aktion auf dem Motor holen. Nee. Ja, heute will ich aber so machen. Okay, also, ja, du gehst dem Motor mehr oder Mama Benzin. Und das heißt, wie kann ich das nennen? Boah. Das ist schwer für du zu fahren. Das ist schwer für du passend Färb zu fahren. Mhm. Kommen wir so ein Change Petrol dazu. Voilà, Change Petrol, das ist jetzt so eine andere Quantität. Quantität von Benzin, die gerade durchgeht, voilà. Ja. Und da geht ein Auto mehr oder weniger schnell. Okay. Und du hast schon gesagt, Verb. Und das ist das, was das heute noch charakterisiert. Ja. Die Formationen sind im Prinzip Substantiven. Mhm. D'accord? Und Taxonen sind immer Verben. Ja. Muss nicht, mit das möchte Programmation haben wir einfach, weil das ist auch viel logisch. Du kannst es besser, ja. Verb ist meine Aktion, die anderen sind Informationen. Mhm. Also muss man da ein paar Wörter lehren. Okay, Wörter, das, was wir einmal machen, das ist ein kleiner Raum. Mhm. Voilà. Das wird zu sagen, das ist ein Klasse. Mhm. D'accord? Das ist die zwei. Das sind da Klassen. Das Beschreiben von einem Auto oder von einem Engine. Mhm. Aber für mich klar zu bedeuten, was wir wirklich haben, heißt der Nummer von der Klasse Auto, heißt der Nummer von der Klasse Motor, Engine. Und da trennen wir auch das, was Informationen sind, von den Aktionen, Informationen von den Aktionen. Ja. Und dann haben wir eine Klasse, weil das ist eine Beschreibung. Wir müssen einfach wir müssen aber nur mit Objekten schaffen. Das ist richtig Auto und mit richtig Informationen spezifisch. Okay, okay, lohnt jeder. Ja. Mhm. Jo, was ist ein Klass? Bei einem Klass ist eine Beschreibung und eine Anleitung, wenn du willst, vergleichbar mit einer schönen Demontage, Fabrikationsstoß von Autos. Ja, hier sieht ein Auto, den am Gang ist, gebaut zu gehen. Ja, und das ist dann Klasse. An Klasse steht dann Leitung, wat, wie den Auto muss gebaut gehen. Genau, von der Klasse gehe ich da fort. Ja. Und da kriege ich mein Objekt. Ja, und was ist das in dem Fall? Bei in diesem Fall also sind es offensichtlich Autoren, und zwar an dem Fall vier verschiedene Autoren. Okay. Vier Objekte. Und vier verschiedene Farben. Farben, in dem Fall gesagt, in Farben, die unterschiedlich sind, also es können doch unterschiedliche Motoren drin sein. Aber noch, mit sind aber auch offen, die identischen Motoren sind, sind aber vier verschiedene Motoren. Ja, ja, ganz sicher. Das ja. Mit denen ist das die selbe Motor. Voilà, das ist das Auto als ein Objekt, mit der Motorbahn dran, als auch ein Objekt. Und die sind selbstverständlich nicht identisch mit denen. Die können ähnlich sein, selbst Hubraum, selbst Konstruktion, aber sie sind auch physikalisch anders. Ja, okay. Voilà. Das Klasse ist Beschreibung und den Objekt aus das, was... Konkret. Wir können auch so den konkreten Objekt nicht mehr aufpacken können. Auch wenn das nicht immer vor ist. Vor was, ja. Voilà. Und dann haben wir verschiedene Wörter, die unbedingt halt ganz, ganz wichtig sind. Die muss ich zwar von sich lernen, du gehst nicht allein. Ja. Das ist das Klasse, das heißt Beschreibung. Das wird viel drin als Rum gemacht hat. Das Objekt, das dann den... Das, was wir wirklich aufpacken können, das ist der konkrete Fall. Den Auto, den spezifischen Auto. Mit der Marke, mit dem Modell, mit der Farbe. Mit der Plakennummer, den du bei der Draht da steht. Das ist der Motor. Das ist der spezifische Motor, der an dem Auto da steht. Nicht ein allgemeiner Motor. Das nennen wir ein Objekt. Ja. Oder, bei den anderen Wort, auch auf Englisch, Instance oder Französisch in Instance, das ist auch das Wort, das ich gebrauchen kann. Die zwei sind Synonyme. Und dann der Verb. Die Passage von einer Klasse auf einem Objekt, das geht dann instanziell genannt. Das ist bauen ein neues Objekt. Ja. Das instanziell ist nicht anders wie bauen.
Ich baue von einer Klasse ein Objekt. Dann effektiv und der Fabrikationsstrom. Entsteht ein Objekt. Mhm. Und dann haben wir noch zwei Sachen, das ist der sogenannte Attribut an Methode. Weil das, das was ich wieder gebaut habe, mit Informationen. Attribut, das sind die Informationen. Aber was wird denn als Klassen, die wir an Stall tun? Jemand da hinten. Ja. Die Stadtattribute sind die Heiten. Ich muss die hier wissen. Das tun sind Attribute. Ja, wenn das also voilà. Tut, ja. Das sind Attribute vom Auto auf vom Motto. Ja. Ja. Und den anderen, da, da sind Methoden. D'accord? Ja. Das sind die Sachen, die eine Aktion durchführen. Attribute, Methoden. D'accord? Und hier ist dann der Blauen, hier ist dann die Klasse. Ja. An die wird. Und dann der Passage, wie wollen wir dann hier noch ein Objekt, weil die gesagt, bald ähnlich aus. So etwas. Ich meine dann noch ein kleiner Pfeil, das ist eine Instanz. Das heißt, das ist dann Instancier. D'accord? Für einen Kreier klar zu machen. Hier ist dann ein Objekt oder Instanz. An den wir doch ein Num, zum Beispiel O-Int. Und dann wird es eine Information, in dem Fall. Wir sollen holen Dacia, Sandero, und so weiter. Das ist ein Objekt. Ja. Ich kann da einen zweiten Objekt machen, der dann auch instanziert ist. Und zwar haben wir ein Motto, dann haben wir ein neues Motto, ja. M1, M2 und M3. Mhm. Das ist das, was wir dann ja. Sowas wieder reden. Du kriegst dann die Insel, die Inselattribute kriegen einen anderen dann einen Wert. Ja, hoffend. Das, ja. Ja. Du kannst Blacken nochmal hin und die steht dann, beim Objekt. Beim Objekt beschrieben. Ja. Voilà. Das ist das ganze Prinzip, an die wir müssen in der Lösung lösen. Ja, also Klasse, Objekt, nur Data ist ein Anhalt. Nur diese Lektion, ich meine, dann haben wir als Bild von dieser ersten Lektion erreicht. Und wir geben uns erst 25 Minuten für die Nullleistung. Bis demnächst.